Ein herzlich willkommen zurück zur Beta von Battlefleet Gothic Armada. Ja, wie im ersten Video angekündigt, habe ich jetzt noch das Chaos auf dem Schirm. Ich habe hier auch etwas ausführlicher geredet, nicht geredet, sondern gezockt, um auch die ganz großen Schiffe freischalten zu können. So, das ist mir in der letzten Mission gelungen und ja, ab dann, ja, seht ihr, man muss die Schiffe auch erstmal selber freischalten. Und gucken wir uns erstmal hier so um, wie das Hangar in Anführungszeichen von dem Chaos aussieht. Und wir sehen da ein ganz großes Schiff, was wir in der Kampagne, ja, fürchten werden. Mal gucken, ob ich vielleicht noch von einer anderen Position herankomme. Ja, das jetzt hier sieht man das etwas besser hier hinten. Das ist der Planetenkiller, wie ihn das Imperium nennt. Und was ich auch gemacht habe, wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, ich habe die Schiffe ein paar Chaosgöttern Aspekten zugeteilt mit diversen Vorteilen. Hier ist es Korn und dadurch, dass ich dieses Schiff Korn übergeben habe, also da halt Leute, die Korn anbeten, drauf sind, habe ich diesen Demonic Lightning Strike bekommen anstatt des normalen Teleporters und ich habe noch zusätzlich plus 10 Truppstärke auf diesem Schiff. Ja. Was mich halt schwieriger macht, es zu capturen. So, dann habe ich noch einen Battlecruiser, den habe ich diesmal Nurgle gewidmet. Nurgle bringt, ja, nochmal eine bisschen Truppenstärke für den Nahkampf und interessanterweise geht man dann mit diesem Schiff auch eher auf den Nahkampf, da man ja halt bei Schiffen, die weniger als 2500 halt Lebenspunkten haben, 3 Höhendamage pro Sekunde verursacht. Ja, das ist natürlich ziemlich nice und dementsprechend spiele ich Chaos auch mit diesen zwei Schiffen nicht so wie es vorgesehen ist und zwar ziemlich im Nahkampf. Und dann habe ich noch einen leichten Cruiser, ja, einen leichten Kreuzer, den ich Zench gewidmet habe. Ich weiß immer nicht, wie ich den aussprechen soll. Und damit kann ich ja, kann ich einfach meine Truppen verstecken in so einer, ja, Gaswolke oder wie auch immer. Auf jeden Fall können dann die Sensoren darin nichts orten, außer die Schiffe kommen nah genug ran. Und wenn ich nicht aufgedeckt bin, kann ich eine Warp-Echo-Signatur, also Echo-Signatur irgendwo hinschicken, was halt ein anderes Schiff vorgaukelt. Und was noch viel geiler ist, solange wie ich nicht auf, solange diese Signatur nicht entdeckt wurde oder dieses Schiff, kann ich mich dann auch zu dieser Signatur hin teleportieren. Also eigentlich sehr geil, sehr nice. Aber wir wollen ja sehen, wie die ganz großen Pötte aussehen. Also holen wir uns einen Battleship-Slot und gucken wir mal, was haben wir denn da? Da haben wir zwei, okay, einen Desolator und einen Despoiler. So, was kann der denn hier? Marco finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aha. Aha, er hat drei Fliegerstaffeln. So, Powerlanzen. Super Heavy Powerlance. Nice. Und nochmal. Und der hat... Und Torpedos? Okay. Okay. Ich nehme trotzdem den anderen. Halte ich für flexibler. Ah, natürlich, ach du Scheiße, eine Wendespeed von 5 und selber eine Geschwindigkeit von 150. Na gut. Dann gucken wir uns mal an, wie das Kind aussieht. Ei, nice, nice. Wobei, ich hätte vielleicht doch erstmal den anderen. Gibt es da vom optischen her Unterschiede? Ja, sogar deutlich. Meine Güte. Meine Güte. Erinnert mich stark an eine kleine Variante von der Gloria Class. Also zumindest wenn man sich das so vorstellt mit diesen Seitenaufbauten. Ich frage mich gerade, wo der die Torpedos hat. Hier vorne? Ist? Wo denn? Ach, hier unten? Ah, okay. Ja, okay, wir bleiben trotzdem bei dem anderen. Finde ich besser. Wo haben wir denn die Hangars? Vorne, okay. Das ist also das Hangar, okay. Super Powerlens, okay. Die ist beweglich, die auch. Und die schweren Makrotürme sind an der Seite, okay.
Okay, und hier vorne haben wir noch mal welche. Okay. So, dann gucken wir mal, was vergeben wir ihnen an Skills. Also, bis jetzt hat sich gezeigt, dass dieser Void-Transfer-Schild ganz praktisch ist. Dann, dass, ja, dieser Mikro-Warp-Jump ist, finde ich, sehr praktisch. Und jetzt haben wir noch eine Fähigkeit. Oh, wir können noch zwei hier machen, das ist ja nice. Plasma-Bomben nicht. Stasis-Bombe finde ich sehr praktisch. Damit können wir die Gegner doch sehr gut fokussieren. Was halten wir denn aus? Oh Gott, wir haben aber, Halleluja, haben wir starke Schilde und 4 HP. Ja, dann nehmen wir doch, denke ich mal, noch die, dass ich als Ziel markiert werden soll. So, das hört sich doch nach einem Plan an. Gut, Upgrades, ja, die üblichen. Guck mal, das Gürtel ist kosten... 1600. Ja, das werde ich wohl nicht mehr hinkriegen. Ich werde aber gucken, haben wir noch einen kleinen, wo ich... Ja, ich müsste wahrscheinlich einen kleinen machen. Ich würde noch auch Slanisch euch zeigen wollen. Also werde ich hier noch einen kleinen damit ausrüsten, obwohl ich den bis jetzt auch noch gar nicht ausprobiert habe. Jetzt haben wir auf jeden Fall von jedem mal ein Schiff. Okay. Gut, dann... Oh, ich kann hier noch ein Upgrade reinkloppen. Was hat denn der? Marco Turrent und... Okay, dann wollen wir mal. Ich werde auch alle vier Schiffe mal mitnehmen, in der Hoffnung, dass ich auch dementsprechend große Missionen bekomme, von Punkten her. Und dann werden wir mal schauen. Das sieht aber gut aus. Wie weit wir kommen. Oh, das wird punktetechnisch nicht reichen. Na gut, dann nicht. Mit den großen Schiffen. Also gar nicht drauf geachtet, was wir für eine Mission haben. Was ist blöd. Das werden wir wahrscheinlich verkacken. Da bin ich doch sehr zuversichtlich. Das ist jetzt nicht ganz so clever war. So, die beiden waren dann ein bisschen auf Nahkampf. Sollten wir... Ja, man nur auf 9 Kilometer. Das Problem hieran ist, ich will die eigentlich gar nicht so weit auseinander haben. Weil sie sollten natürlich maximal Damage machen, wenn sie zwischen den Schiffen sind. So, und wir haben die hier, können wir schon, und wir haben noch das Imperium auf, als Gegner. Die schießen natürlich schon ganz lustig auf uns. Ja, wie immer mit ihren dicken Kanonen. Sollen sie nur tun. We have sighted an enemy ship. Na komm. Gleich mal Prioritäten zuweisen. Red
Genau deswegen setze ich dieses so gerne ein. Jetzt muss ich mal kurz etwas verlangsamen. Haben wir hier schon einen? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann die rüber. Du auch. Und dann dahin. Adjusting rotation. Cruising speed set. Du entkommst mir nicht. For the ruinous powers. Your orders. So, gucken wir uns mal hier drüben wieder um. Moving to those coordinates. Cruising speed set. For the dark gods. Get that damage repaired at once. Command me. Cruising speed set. Setting course. Wunderbar. Haben wir zwei. We have sighted an enemy ship. Warum habt ihr jetzt, seid ihr jetzt stehen geblieben, ihr Eier? Okay, der eine ist eh tot. Jetzt haben wir gewonnen. Das hatte ich jetzt anders erwartet. Okay. Also die Schlachtschiffe sind doch deutlich stärker als erwartet. Aber so sollte es ja auch sein, oder? Ja. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch auf einfach. ich habe halt, wie gesagt, auch jetzt etwas anderes erwartet, aber okay. Bastjo, Bastjo. Man kann halt, wie ihr in der ersten Folge bei Imperium gesehen hat, auch sowas verlieren. Ich bin da immer ganz glücklich drüber, wenn das so nicht passiert. Genau. Hier werden bestimmt die Updates, jawohl, die kosten richtig Asche. Na gut, dann machen wir gleich das nächste. Und jetzt werde ich diese kleinen leichten Fregatten mal mitnehmen. Auf jeden Fall. Mal gucken, was rauskommt. Toll. Okay. Ein Cruiser Clash. Dann zerstören wir halt alles. Passt. So, nehme ich aber diesmal wieder mein Schlachtschiff mit. Der Gegner wird genauso würfeln in etwa von den Truppenstärken her. Okay, das kann ich knicken. Dann wollen wir mal gucken. Ja, wenn wir schon so einen großen Pott haben, dann wollen wir den auch mitnehmen, oder? Und uns kann das Ding auch noch in... das Imperium werden wir jetzt wahrscheinlich auch mit so einem Schlachtschiff sehen. Ich hoffe nicht direkt mit dem Pendanten, dann haben wir ein Problem, aber das ist erstmal eine Frage. Ich habe gar nicht geguckt, spielen wir gegen ins Imperium? Naja, wird das eine nette Überraschung. So, okay, also man sieht hier eindeutig, wer welche Gottheit ist. Okay, dann. Das war natürlich schon wieder etwas doof positioniert, weil eigentlich bin ich doch eher dazu hingegangen, mich hier erstmal immer eine Seite zu entscheiden. Es macht doch deutlich sinnvoller, mit der Flotte zusammen zu sein und diese nicht so aufzuteilen, wie der Gegner das hier immer macht. Ich habe auch schon erlebt, dass er die dann als Pull auf mich geschickt hat und dann geht nämlich richtig das Chaos los. Wortwitz. Nee, es ist nicht so ohne. Habe ich einen mit Augur? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja Zeit. So. Diese Einstellung hier sagt, dass er einfach alles angreift, was er sieht. Mir bei dem eigentlich relativ jacke, es ist mir sogar relativ jacke, wenn der drauf geht, dann ist es halt so. Das finde ich jetzt nicht so nett. Es ist definitiv Imperium, das war nämlich eine Nova Cannon. Ich weiß zwar jetzt nicht wieso. Achso, die Augurkiste. Keine Lust auf diese
Garudas! Forward to the slaughter! Ja, eh schon aufgedeckt, dann ist das auch egal. Jetzt kann ich jetzt hier mal die schöne, nette Fähigkeit einsetzen und schwupps sind wir getarnt. Ah, außer der eine, der fährt jetzt gerade raus. Bumm! Ja, da würde ich ja kotzen. Da waren die Schilde weg. Ja, das könnte ein bisschen... ein bisschen... sehr schön. Fire on board. Das ist nicht so nett. Nicht so nett. Gegen zwei größere Kreuzer sollte ich mich nicht anlegen, mein Kleiner. Au, es tat weh. Ihr Säcke. Ihr Säcke. Und immer schön das Kleinviehzeug zuerst wegmachen. Das ist ein ganz probates Mittel. Oh, ich habe schon meine kleine Eskorte verloren, das ist doof. Das ist doof. Und er hat noch Eskorten, das finde ich nicht so nett. Was wird denn das? Leider. Oh Gott, ich glaube dort... das wird ein Problem hier werden. Und das? Fuser oder Dominator? Klasse, ja. Hör mal auf mich zu nerven. Hör mal auf mich zu nerven. Das ist nicht gut. Ich hab zwar das dickere Schlachtschiff, aber... ja, ganz geil. Nein, hier wird nicht geflohen. Lieber verliere ich dich. Lieber verliere ich dich, als dass du abhaust. Das geht überhaupt nicht. Ah, super, mit Hüllenbruch kann er nicht mehr. Mist. Ready eternally. Tremble, for chaos comes. Engines hot. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren, wenn ich ein bisschen still für euch bin. Tut mir leid. Geht aber gerade nicht anders. Fuck. Ach, Gott sei Dank.
Ich dachte schon, er schafft es zu entkommen. Auch der wird nicht mehr entkommen, weil der nämlich in diese Zeitblase reinrutscht. So nicht. Er wird nicht abgehauen. Ey, da stand Cancel. Hab ich genau gesehen. Sau. Er will auch fliehen. Schafft er aber nicht. Und jetzt haben wir gewonnen. Boah, aber ziemlich knapp. Wenn ich den einen Captain nicht exekutiert hätte, ja, hätten wir auch verloren. Ich weiß gar nicht, was bedeutet denn jetzt der... den Captain... Ah, jetzt ist, glaube ich, sind jetzt, glaube ich, die ganzen Captain-Fähigkeiten zurückgesetzt, weil ich ihn halt... Naja. Gut, ist so, und das Schiff wird ausfallen, weil es für eine Runde, weil es halt schwer beschädigt wurde. Hm. Ist nicht so schlimm, ist bloß ein leichter Kreuzer. Kann ich verkraften. Warmer? Nee, Captain ist immer noch hier. Komisch. Naja. Crew zurückgesetzt? Auch nicht. Hm. Ja, also schwerer Damage. Sieht auch interessant aus. Und es dauert jetzt halt eine Runde, bis es normal repariert ist. Ja, ist halt so. Gut, dann können wir uns hier ein Update leisten. Tatsache, Tatsache. Frage ist, nehmen wir nochmal 100 Schilde mit oder machen wir was anderes? Hm, das hört sich noch interessanter an. Nehmen wir das. Gut, okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wird wahrscheinlich dann nicht mehr Beta sein. Vielleicht mache ich noch ein Multiplayer-Match. Müsste man mal gucken. Aber dann wird das wahrscheinlich eher mit kleineren Schiffen stattfinden, da... Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Die, ja, nicht im Multiplayer. Das ist wieder ein separater Punkt. Und wenn ich jetzt hier nehmen würde, ja, hier habe ich schon mal einen angefangen. Deswegen, genau, hätte ich hier keinen für den Multiplayer. Also das war jetzt rein für Battle, also Kampf gegen Computer. Gut, okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich dann zum Vollspiel oder in einem anderen Spiel. Ne? Macht's gut.